Nimues Zufluchtsort. Sachen werden gerade auch echt lahmarschig geladen. Weißt du, was ich mal kurz mal mache? Ich starte mal kurz das Spiel mal neu. Einfach nur für den Fall der Fälle. Wenn ich einen Checkpoint habe. Ist da irgendwas zum Lesen? Nein. Bin ich jetzt in diesem Palast? Oder wo genau bin ich? Das gefällt mir gar nicht. Keine Ahnung, was das da für ein komisches Ding ist. Okay, am Checkpoint rangegangen und ich tu mal eben kurz das Spiel beenden. Nur für den Fall der Fälle, weil irgendwie meine ich, ist hier gerade was abpassieren. Aber wer weiß, vielleicht ist auch einfach gerade das Spiel einfach nur ein bisschen Banane wieder einmal. Gestern kam der? Oh, tatsächlich, der Patch kam gestern. Nee, kann gar nicht sein. Warum steht da gestern, wenn da veröffentlicht am 13. Dezember steht? Das kann doch gar nicht gestern sein. Wir haben gerade den 16. Hä? Nicht YouTube, genau, YouTube. Wer kennt's nicht, ne? Valve mit ihrem Launcher-Shop YouTube, ne? Steam gibt's gar nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass halt dadurch, dass das Update kam, irgendwas durcheinander geraten ist. Weil wo ich das Spiel hier gestartet hatte zuerst, da hast du gesehen gehabt, dass da der Charakter auch mega laggy war in dem Menü gerade. Jetzt gerade war es ja eher flüssig. Ach nee, warte mal, das ist so ein Ding, wo ich einen Segen oder so ähnlich kriege, ne? Oder geheilt werde. Genau, Heilungsbuff. Okay, also das Ding habe ich schon mal gesehen, aber das hier nicht. Diesen, keine Ahnung, Brunnen? Du bist wohl Nimuel, wa? Du bist dieses Etwas, was ich auf dem Thumbnail sehen kann, was ich für Remnant benutze. Und was man auch bei Remnant 2 als auf dem Cover, glaube ich, sehen kann. Das sieht irgendwie nett aus. Interessante Fingernägel. Faszinierend. Es scheint, dass diese verdrehte Welt noch stets voller Überraschungen ist. Ich begrüße dich also und heiße dich im Reich der Fae willkommen. Oder was davon übrig geblieben ist. Ich bin Nimue, Handwerkerin, Seherin, Göttin der Fae und Beraterin des einzig wahren Königs. Jedenfalls wahr. Das. Dennoch ist es meine Gabe, zu sehen, was nicht zu sehen ist, und zu schmieden, was nicht geschmiedet werden kann. Was also bringt dich vor mich, seltsames Wesen? Die blaue Göttin. Nimue treffen. Okay. Das ist meine Angelegenheit. Geht dich nichts an. Ich bin nur hier, um dich zu bewundern. Ciao. Ich durchsuche die Welt nach mächtigen Kreaturen. Sie haben etwas, das ich brauche.
Du bist nicht die einzige Seele, die Antworten sucht. Es gab noch jemanden, ein Bewohner dieser entzweiten Königreiche. Und meine Antworten an ihn waren dieselben, die ich jetzt dir gebe. Du bist als Beute gekennzeichnet, wie eine grasende Bestie in den Augen einer Kreatur, die anders ist als alles in dieser entzweiten Welt. Die einst wunderschöne Nachtweberin. Also erst gut und jetzt schlecht, oder was? Du sagst, ich werde gejagt. So und nicht anders. Der Duft ist an dir so intensiv, wie er an ihm war. Du kannst ihr nicht entkommen. Sie jagt dich vielleicht nicht sofort, aber sie wird kommen. Wenn sie dich findet, dann wirst du nicht überleben, es sei denn, du jagst sie selbst. Finde sie, seltsames Wesen. Bring das Herz von einem ihrer jüngsten Opfer zu ihrem Reich und töte sie, bevor sie zur Jagd auf dich ansetzt. Vielleicht ist sie eine so mächtige Kreatur, wie du sie suchst. Ich kann dich in ihr Jagdgebiet bringen. Das ist die einzige Hilfe, die ich dir anbiete, auch wenn es dir mehr Probleme als Hilfe bringen wird. Was ist die Nachtweberin? Eine Göttin, seltsames Wesen. Die ewige Göttin der Träume, geliebt und glorifiziert von allen Feen. Leider ist sie nicht mehr. Als unsere Welt verdorben wurde, wurde auch sie verdorben. Wir alle sind in diesem vernarbten Königreich verloren. Was kannst du mir über das Jagdrevier erzählen? Sei gewarnt! In besagtem Jagdgebiet herrscht nur Chaos und Zwietracht. Dort gibt es mehr zu fürchten als nur die Kreatur selbst. Bereite dich gut vor. Was mache ich, wenn ich dieses Herz habe? Finde ihr Nest. Es wird ein Ort von unermesslichem Kummer und Leid sein. Tatsächlich musst du ihre Behausung bereits durchquert haben, um ihr Mahl erhalten zu haben. Hab ich? Ach, die Irrenanstalt wahrscheinlich, wa? Na gut, ich bin bereit. Schick mich zu ihrem Jagdgebiet. So sei es. Lebe wohl, seltsames Wesen. Ja, selbiges gilt auch an dich, glaube ich. Mädel mit Schleim. Tentakelkörper. Verlassenes Quartier. Hä? Oh, ich bin hier. Aber nicht hier, wo ich mal war, oder? Oder vielleicht doch, wer weiß. Oh. Oh. Jumanji. Oh ja. Ja. Hä? Wo? Da! Das ist die Jägerin, die Hit-and-Run-Tante. Ich merke gerade, jo. Ist das TOS? Die ist obenrum nicht ganz bekleidet. Werde ich jetzt gebannt? So ein Scheiß garantiert nicht.
Wenn du dieses Rumgetrampel hörst. Da kommt sie näher. Hopp, da ist sie wieder. Oh. Die kann da unten nichts machen. Okay. Die kann ein bisschen was machen. Ich finde das so bescheuert mit diesem Hit-and-Run-mäßigen. Mal hast du hier Chaos, weil die ganzen Gegner sind. Und dann auf einmal wieder diese epische Musik. Mit einem Boss, der mal eben kurz auftaucht und danach wieder verschwindet. Aber das ist dann irgendwie schon wieder besser. Du hast jetzt quasi diese Nimue gehabt, die einem da was erzählte. Dass da quasi dieser Ort hier reinstes Chaos ist. Und das passt. Als ich nämlich das erste Mal hier war, hatte ich all das überhaupt nicht. Und bin dann halt an einem Ort angekommen, wo es reinste Chaos herrschte. Okay, bye. Zumindest ist das vorbei. Ich gehe mit meiner Elektromurmel und meine Elektromurmel mit mir. Oh hey, Jack ist wieder da. Ich will lieber da oben bleiben. Ups. Kommt die Jägerin jetzt nochmal zurück oder? Ist sie weggeblieben jetzt? Oh, wer weiß, vielleicht kriegen wir doch den Boss. Diesen lächerlichen. Erstmal. Das ist ein optionaler Ort, richtig? Dann sollte ich vielleicht da erstmal hingehen. Sonst latsche ich hier, was weiß ich, wo in die Walachei. Und hab den dann komplett vergessen. Aber so wie ich gesehen habe, die Jägerin, die hätte ich fast down gehabt, kann das sein? Kann man die?
hier eigentlich killen oder erst in ihrer Boss-Arena? Wobei, nee, warte mal, bin ich nicht hier reingekommen? Nee, ich bin da reingekommen, richtig? Genau. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Salon des Postulanten. Okay, das ist definitiv... Palast. Mehr oder weniger. Oh, echt hübsch. Ich vertraue diesem Ort nicht. Warum ist meine Waffe immer anders? War schon wieder, dass ich die Kubuswaffe hatte. Okay, jetzt geht's los. Die machen Schaden, ich nicht. Gibt's hier irgendwas Tolles? Scheinbar wohl nicht. Kann man bestimmt irgendwie öffnen, ich weiß nur nicht wie. Oder kann man die nicht... öffnen. Oder ist das random? Das wäre ja auch ein Ding, wenn die Türen random offen wären. Kommst du hier rein? Ja, jetzt sind diese Türen offen. Jetzt kommst du dann irgendwann anders mal rein hier, sind andere Türen wieder offen. Scheiße. Ich würde es ehrlich gesagt den Entwicklern sogar zutrauen, dass sie das machen würden. Allein schon wegen den Events. Schon wieder so ein Raum, als wenn der für irgendwas wirklich wichtig wäre, aber ich weiß nicht für was. Kann man dahinter? Nee, man kann nicht drauf, man kann nicht dahinter.
Sehr komisches Areal. Ja, auf jeden Fall hier auch noch nicht. Kommt mir halt nur vom Stil halt. Wie das hier aussieht, sehr bekannt vor. Aber das war es eigentlich auch schon. Was bist du denn für einer? Au. Au. Zieh dir mal eine Hose an, Junge. Twitch hat schließlich die Guidelines wieder geändert, also kannst du hier nicht ohne Hose rumlaufen. Was ist das denn für einer? Flüsternde Murmel. Ist das nicht hier aus Berserk? Was war das? War das jetzt, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, war das ein Material oder so? Ah ne, hier. Gewährt 3 Stapel Bollwerk, erhöht den Gesamtschaden um 3 pro Stapel Bollwerk. Wenn du es so hast, ne? Das sieht aus, wie als hätte ein Kind ein Gesicht zeichnen wollen. Oder so sehen teilweise Anime-Gesichter aus. Oder Cartoon-Gesichter. Warum ist dein Mund da oben? Warum sind die Nasen so komisch? Ganz einfach, Anime. Ein fein polierter Talisman aus Marmor mit einem abstrakten Gesicht. Auch wenn die Lippen sich nie bewegen, bist du dir sicher, dass es etwas in deiner Nähe, flüstert. Worte der Stärke und Widerstandsfähigkeit, Worte der Schöpfung und Zerstörung. So viele Worte, die dir in Erinnerung bleiben und dich vorantreiben. Ich könnte den Rest meines Lebens sehr gut ohne die schrecklichen Kreationen der Dran, die sie als Kunst ausgeben, auskommen. Unkultiviert, beunruhigend und gänzlich ohne Wert. Jedes einzelne Stück. Was war da? Gewährt 3 Stapel Bollwerk, erhöht den Gesamtschaden um 3% pro Stapel. Das heißt also 9, 12, 15% mehr Gesamtschaden. Weil ich habe 5 Stapel Bollwerk. Und ich, das ist der Notschalter, ne? Genau, das Ding brauche ich nicht mehr. Ich habe so viele Aufladungen hier von meinem Drachenherz, ne? Erhöht Feuerschaden, negative Statuseffekte, erneuern Status. Statusschaden um 1, okay. Erhöht Elektroschaden. Erhöht Feuerrate um 10 und Nahkampf. Erhalte 3 Fernkampfschaden. Nahkampfschaden für alle 10% Gesundheit maximal. Oh, die fehlen. Okay. Holen wir einfach mal das rein, um zu gucken, wie es so ist. Wie gesagt, jetzt habe ich 5 Stapel Bollwerk. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber mein Schaden soll sich ja dabei auch erhöhen. So wie er da stande. Na, kann sein, dass mein Schaden sich erhöht hat. Wird aber bei so einer Waffe bestimmt nicht so bemerkbar sein, wa? Thank you.
Warum ist Sauron hier? Ja, sagt er kurz bevor er starb. Ist das eine Kiste oder was ist das?